Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Map-Vorstellung. Und heute stelle ich euch die Diamond Defender Map vor. Wir müssen also spawnen Diamanten und dann spawnen Creepers, und wenn Creeper explodiert, dann wird Diamant, welcher springt, wir starten aber das Spiel. Ihr könnt die Difficulty umstellen, also ein Player ist easy, zwei Player ist normal, Hard ist 3 Player, Hard plus 4 plus Player. Easy, will nur einspielen. Okay. Jetzt. Los. Irgendwie so ein Küchenbieter. Und hier sind die Dias, und wenn jetzt hier so ein Creeper spawnt oder explodiert, dann werden die manchen weggesprengt, und wir müssen die halt behindern, dass sie ganz wegspringen. Am Ende gibt's einen Highscore. Ziemlich geil gebaut, finde ich. Auch eine coole Idee. Oh mein Gott. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, verloren. Hau ab. Böse Viecher. Download ist in der Videobeschreibung, das will ich gar nicht mehr. What's so easy? Speed and spawn rate will increase everywhere. Wir machen ein Effekte drauf. Die Spawn Rate ist jetzt auch höher, also es wird pro Runde schwieriger. Wir haben noch eine Zeit, also von 10 Minuten. Wir haben schon 38 mal noch Zeit. Oh. In dieser Woche kommen jetzt nicht so ganz viele Videos. Zum Beispiel heute kommt nur die Map-Bestellung, wie ihr schon gesehen habt. Morgen kommen nur Survival Games morgen. Dienstag nur PvP. Mittwoch gibt es hier nur zwei Videos, einen später, und dann ein neues Video. Ich weiß nicht, was das ist. Aber es war auf jeden Fall zwei Videos. Donnerstag kommt gar kein Video mehr. Gar kein Video. Ja, die Friends sind Skelette, wie ihr da oben seht, und die kann ich dann auch abschießen. Oh mein Gott, der hab ich abgeschossen. Öse! Ja. Oh mein. Boah, ich glaube Kopf, ey. Hui. Weitaus schwieriger nun. Und wie ihr seht, die sind alle in der Mitte irgendwie so. Die Skelette nerven mich am meisten. Und ich glaube, das wird der beste Highscore ever werden. Hau ab. Oh. I've lost the diamond. Boy. Sieht einfach die ganze Zeit. Komm jetzt. Speed. Oh mein Gott. Komm ich runter, ja? Komm mal ab hier. Das wird jetzt immer schwieriger. Oh mein Gott. Zwei Creeper hinter uns. Oh. Den haben wir. Ja, ich mach noch schnell ein Screenshot. Oh. Skelette nerven, das stimmt, ja. Zumindest kommen jetzt gerade keine mehr. Ich will, dass keine Skelette kommen. Jetzt rasiert hier, ey. Sonst was. Hier ist was. Hier, ich meine, die Creeper explodiert hier auch. Oh mein Gott, ich sehe so viel. Jo, jetzt geht's weiter. Boss Round. Ender Creeper detected. Und die töten sich, die Ender Creeper. Die sind ganz gefährlich. Weil die sich einfach mal hinter euch. Das passieren kann. Oh, im letzten Moment. Die können wohl hinter uns spawnen, wie so wie hier.
Die sind so... Die sind ziemlich gefährlich, diese Creeper. Oh mein Gott. Am Ende gibt's dann so ein... Ey, das passiert mit diesen anderen Creepern. Ach, noch 10 Sekunden, dann kommt ein neuer Creeper hoffentlich. Die Anzeige sieht auch ziemlich cool ausgemacht, irgendwie. Wechselnd. Jetzt. Jetzt in die nächste Runde. In 5 Minuten. Etwas crazy. Creeper fused, this greatest explosion increased. Was? Das. Das war wirklich verrückt. Wenn man es drauf hat, dann ist das eigentlich ganz einfach. Oh! Letzten Moment. Wow! Manchmal leckt es ein bisschen. Das war der letzte Creeper. Sieht ganz gut aus. Mit der Runde. So schöne Map, eigentlich ziemlich gut gemacht. Über Gucker. Und jo. Die brennen nun auch. Diese Creeper Gucker. Und jetzt kommt sogar mit Creeper mit Slimes. Das ist ehrlich wie sonst was. Oh mein Gott, der kommt dann an. So ein Schuss an, ey. Ach, die sind auch sehr viel schneller geworden. Wie ihr sehen könnt, auch hier muss man so viel Schuhe an, die ich aber nicht mehr habe. Ich mache null. Hau ab. Ah, oh, da ist er explodiert. Hau ab. Und jo. Also sind es noch 2 Minuten, 3. 3 Minuten sind es noch. Oh ja, bin gebläst. Creeper A. Creeper to secret implosion increase. Sehr viel schneller geworden. Die sind jetzt so sehr schnell. Uiuiui. Komm, ich werde nicht alle gucken. Vielleicht muss ich einen Start, ey. Der Creeper Gucker A. Ist ja dumm. Alle ab, die komischen Viecher. Ich alle. Oh, oh, oh. Ziemlich gute Runde eigentlich. Aber eine bessere Runde eigentlich. Das ist nicht so eine Aufnahme, ey. Oh, oh, der hat mich erschrocken jetzt. Oh, der hier. 2 Minuten noch. Jetzt gibt's hier Double Creepers. Oh mein Gott, die sind ziemlich schnell. Ihr seht, die sind so schnell. Ich will nur, dass diese Runde vorbeigeht. Oh, der ist selber runtergefallen. Ah, lol. Die sind so extrem schnell. Puh. Jetzt wird die explodiert wie am. Wie sonst was. Ihr seht, wie schnell die einfach sind. Diamond. Also, ihr seht, wie schnell die sind. Die sind so unfassbar schnell. Natürlich lost Diamond. Und jetzt noch eine Minute. Ein Durchgang. Gibt's noch und dann gibt's hier Eisgold. Lass mal rüber Bombs abbauen. Do not left the net float.
mein Gott! Oh, wow! Was war das denn? Bombe. Oh, jetzt habe ich viele verloren. Jetzt habe ich viele verloren. In dieser Runde völlig so Monster viele. Haut alle ab, ihr komischen Creeper. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich fall runter. Warum sind das so verdammt viele? Ich habe vielleicht keine Diamanten mehr. Die Runde war nicht so ziemlich gut. Hau ab. Runde ist vorbei, hey! Runde ist vorbei, Runde ist vorbei. Die Runde ist vorbei. Nicht richtig gezählt. Von 225 möglichen Diamanten, die man haben kann, habe ich noch 183. Also 42 verloren. Oder? Ja, 42 verloren. So mehr aus. Naja, das wird dann gewesen von dieser heutigen Map-Vorstellung. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Note da. Link zur Map ist in der Videobeschreibung. Und dann abonnieren nicht vergessen. Und tschüss.